Hi zusammen, ich begrüße euch zu einem neuen Video. In diesem Video geht es um meine Lieblings, wie ihr schon sehen könnt, Bücher, aber auch meine Lieblingsfilme und auch meine Lieblingsvorträge beziehungsweise die, die wirklich mein Leben nachhaltig verändert haben. Ohne groß Zeit zu verlieren, starten wir direkt mit meinen Lieblingsbüchern, die hier neben mir aufgebaut sind. Die obersten zwei lege ich erstmal zur Seite, da werde ich gleich drauf zu sprechen kommen. Starten wir einmal mit ein paar Büchern, die wirklich nachhaltig, ich muss aufpassen, dass ich nicht den Tisch zu sehr erschüttere, die wirklich nachhaltig mein Leben definitiv verändert haben. Ist keine spezifische Rangordnung. Wenn man eine Rangordnung nehmen würde, müsste ich theoretisch mit dem Buch hier anfangen. Das war tatsächlich das erste Buch, was ich gelesen habe zum Thema Ernährung, How Not to Die von Dr. Greger. Ist, glaube ich, von 2012, ist halt mittlerweile schon 8 Jahre alt. Aber wie gesagt, damit hat das alles angefangen, weil mir die ganze Interesse in pflanzlicher Ernährung hat hiermit angefangen, um genau zu sein mit einem Vortrag, den ich später noch erwähnen werde. Ja, absolute Pflichtlektüre meiner Meinung nach für jeden, der sich mit Gesundheit oder Zivilisationskrankheiten ein bisschen auseinandersetzen will, da mehr lernen will, wie man selber möglichst gut davon kommt, ohne einen dieser Krankheiten zu bekommen, ist in unendlich vielen Sprachen übersetzt worden, das Original natürlich auf Deutsch und alles mit Studien belegt, doppelseitig, also doppelseitig, doppelspaltig bedruckt und ja, hinten alles voll mit, also sieht man es, alles was hier genannt wird, ist mit Studien belegt, das heißt, was da drin steht, kann man ruhig mehr oder weniger für bare Münze nehmen und wenn man das nicht machen möchte, kann man jederzeit jede Zitation, sagt man das, Zitation, Citation hinten nachlesen. Deshalb auf jeden Fall eins meiner Lieblingsbücher. Weiter geht's mit Proteinaholic von Dr. Garth Davis, einem Chirurg spezialisiert auf Operationen, um Übergewicht zu behandeln, also extremes Übergewicht, Adipositas, das heißt sowas wie Magenbänder, Magenverkleinerungen, Darm anders legen etc. Und ja, das Buch heißt Proteinaholic, um einfach mal darzustellen oder um diesen Mythos, dass man so viel Protein braucht und Protein so wichtig ist und wofür ist Protein überhaupt wichtig? Ist es jetzt gut zum Zunehmen? Ist es gut zum Abnehmen? Man hat das Gefühl, immer wenn Protein irgendwo draufsteht, geben die Leute gleich dreimal mehr Geld dafür aus. Auch hier alles mit Studien belegt. Also jederzeit die Möglichkeit, das alles auch kritisch zu hinterfragen. Fand ich ein sehr, sehr angenehmes Buch zu lesen. Ich habe es auf Deutsch gelesen. Es gibt es aber auch natürlich, das heißt natürlich, das Original ist auch wieder in Englisch. Ich weiß gar nicht, ich hatte damals mehr Lust, die deutsche Variante zu lesen. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Gibt auch einige spannende Vorträge von ihm. Googelt einfach mal nach Dr. Garth Davis und dann werdet ihr mit Sicherheit viel von ihm finden. So, wenn wir schon Dr. Greger im ersten Buch erwähnt haben, müssen wir natürlich auch sein neues oder das neueste Buch ist How to Survive a Pandemic. Habe ich noch nicht gelesen. Was ich gelesen habe, ist How Not to Die Yet. Das heißt nicht How Not to Die, sondern How Not to Die Yet. T am Ende. Das heißt, wie man nicht diätet, ist voll. Das ganze Ding sind, glaube ich, 600 oder 700 Seiten. Und da ist noch nicht eine Quellenangabe drin, weil das hätte das Buch gesprengt. Es sind nämlich, jetzt haltet euch fest, 4000 Referenzen drin. Das heißt, hätte er die noch mit reingepackt, wäre das Buch wahrscheinlich gleich nochmal irgendwie 300 Seiten dicker geworden. Deshalb sind alle Studien auf der Website verlinkt mit Nachweis. Ja, hat mich auf jeden Fall sehr geschockt, das Buch zu lesen. Es gibt ja so viele Mythen, wie man am besten Gewicht verliert. Sollte man besser morgens viel essen? Sollte man das Frühstück machen oder ausfallen lassen? Also, im ersten Teil des Buches beschreibt er, wie eine optimale Diät aussieht, wenn man das Ziel hat, Gewicht zu verlieren. Natürlich, wir wissen oder vielleicht wissen viele von euch, dass eine vollwertige pflanzliche Ernährung generell gut ist oder Vorteile hat, wenn man Gewicht verlieren möchte, weil es einfach viel Volumen ist, viele Ballaststoffe etc. Es ist, natürlich ist die Verteilung eine Glockenkurve und ein paar Menschen haben trotz einer vollwertigen pflanzlichen Ernährung noch Probleme mit Gewicht oder mit dem Körpergewicht bzw. dieses zu verlieren. Das heißt, erste Hälfte des Buches geht um die Kriterien, gegen die man jede neue Diät stellen kann, die rauskommt, ob es quasi den Kriterien einer Diät nachkommt, die das Ziel hat, Gewicht zu reduzieren. Und im zweiten Teil des Buches gibt es dann noch so kleine Tricks, welche Gewürze man am besten verwenden kann, wann man essen sollte, ob man fasten sollte, welche Gewürze, habe ich schon gesagt, bringen vielleicht Gewichtsverlust, welche Gemüsesorten bringen besonders viel etc. Das heißt, jeder, der das spannend findet, absolutes Must-Have, dieses Buch.
So, und dann haben wir noch zwei, die eigentlich Hand in Hand gehen, mehr oder weniger. Einmal Becoming Raw und einmal Becoming Vegan. Oder einmal Becoming Vegan, Becoming Raw. Beides von, unter anderem von Brenda Davis geschrieben. Einfach wirklich, ein, wenn man es beides zusammenliest, auch einiges an Stoff hier drin. Alles sehr wissenschaftlich aufgebaut, aber gleichzeitig gut zu verstehen. Man hat sie einfach vor allem in Becoming Vegan einen großen Überblick, welche Beweggründe Menschen haben, sich so zu ernähren, was die groben Vorteile sind, aber dann auch nicht nur, was die Vorteile sind, sondern wie macht man das Ganze, wenn man sich dazu entscheidet, sich pflanzlich zu ernähren, auf was muss man achten, welche Supplemente sollte man nicht vernachlässigen und dann gerade in Becoming Raw, wie ist das mit einer rohveganen Ernährung, ist das nötig, was sind die Vorteile, was sind Nachteile, was sind vielleicht Behauptungen, die rumschwirren, wie zum Beispiel, dass rohes Gemüse immer mehr Vitamine hat und immer mehr Enzyme hat und immer gesünder ist. Ist natürlich alles nicht so, wie oft ist es nicht so schwarz und weiß und nicht so einfach zu sagen. Deshalb, jeder, der sich da informieren will, wie man sich roh vegan ernährt, wenn man das machen möchte, gibt es ein paar Sachen, auf die man Acht geben sollte, findet ihr alles unter anderem in dem Buch. So, weiter geht's jetzt aber mit zwei Büchern, die auf jeden Fall auch mich sehr beeindruckt haben. Jetzt nicht so viel über Ernährung gehen, wobei das erste schon. Das ist Comfortably Unaware von Dr. Wie heißt der gute Mann? Oppenländer, Richard Oppenländer. Hat auch einige Vorträge, die man sich kostenlos auf YouTube angucken kann. Ist ein schnelleres, kann man schnell lesen, sind nicht viele Seiten, weiß nicht, vielleicht so 150 oder 200. Und es geht einfach um den Einfluss von unserer Ernährung auf das Weltklima. Ist ein absoluter Knaller im negativen Sinne. Also was dafür, wenn man sich damit ein Thema befasst, wie unsere Ernährung oder wie unser Umgang mit anderen Tieren auf der Welt nicht nur den Tieren schadet, das ist offensichtlich, sondern auch unserem Planeten schadet. Und das zum Beispiel, viele behaupten ja, dass Fleischprodukte, wenn die Kühe viel Auslauf haben und vom Bauern nebenan, das ist tatsächlich noch schlimmer fürs Klima und wir könnten niemals alle Menschen so ernähren. Sind haufenweise Fakten drin, auch hier alles sehr wissenschaftlich beschrieben. Schaut euch einfach mal den Vortrag von Dr. Oppenländer an oder googelt einfach seinen Namen. Und wenn ihr das spannend findet, kann ich euch das Buch auf jeden Fall ans Herz legen. So, jetzt gibt es hier einen kleinen Themenwechsel. Jetzt geht es zu illegale Kriege. Wollte ich einfach nennen, weil mich das Buch auf jeden Fall eine meiner Lieblingsbücher, die ich je gelesen habe, hat mich wirklich komplett weggehauen. Auch hier wieder Vortrag, Daniele Ganser, mal eingeben. Haufenweise Vorträge online. Er ist Historiker, spezialisiert auf die Zeitgeschichte nach 1945, nach dem Zweiten Weltkrieg und deckt einfach in diesem Buch auf. Das heißt, er denkt sich das nicht aus, sondern zählt einfach nur alle Kriege auf, die illegal stattfinden. Jetzt denkt man sich, hey, gibt es auch legale Kriege? Theoretisch ja, laut UNO-Charta ist es nicht erlaubt, dass ein Land ein anderes Land angreift oder mit Panzern reinfliegt oder in den Luftraum reinfliegt, ohne einen Grund, ohne UNO-Mandat. Und das wurde einfach in der Vergangenheit sehr, sehr oft gemacht. Das heißt, wir haben hier alles von Krieg gegen Vietnam 1964, der illegale Krieg gegen Nicaragua 1981, illegale Krieg gegen Serbien, gegen Afghanistan 2001, gegen Kuba 1961, gegen Ägypten 1956, Guatemala 1954, gegen den Iran 1953 und so weiter, das Ding ist ziemlich lang. Er hat auch ein neues Buch, das ich noch nicht gelesen habe, aber auf jeden Fall lesen werde, das da heißt Imperium USA, auf jeden Fall klare Empfehlung und Shoutout an Dr. Daniele Ganser. Weiter geht's im Text mit Filmen, die mich sehr stark beeinflusst haben. Ich muss dazu sagen, ich bin nicht so ein großer Filmfan, also von der Kunstform Film oder Kino bin ich nicht so angetan. Natürlich gucke ich hier und da mal gerne einen Film, aber nicht so, dass mich so ein Film sehr nachhaltig ändern würde. Ich kann mir auch nie die Namen von Schauspielern merken und wer der Regisseur war und so weiter. Deshalb, wenn mich was beeindruckt, sind das meistens Dokumentationen oder einfach, ja, Darstellung von Fakten. Und da möchte ich euch einfach mal ein paar nennen kurz. Da haben wir zum einen den Film Cowspiracy. Ich glaube, den habe ich sogar gesehen. Da war ich noch nicht vegan. Habe mich einfach sehr, sehr beeindruckt. Und ich merke gerade, ich habe ganz wenig in die Linse geguckt. Entschuldigung dafür, ich lerne noch. Ich muss weniger auf den Bildschirm gucken und mehr in die Linse gucken. Egal. Cowspiracy habe ich, glaube ich, noch gesehen, während ich noch tierische Produkte gegessen habe, wenn ich mich recht erinnere. Jedenfalls deckt der Film, jeder den noch nicht gesehen hat, deckt auch ähnlich wie das Buch hier, was ich eben gezeigt habe von Dr. Oppenländer, hier hinten das Grüne, deckt auch auf, wie die Nutztierhaltung im Allgemeinen in unserem Planeten nachhaltig negativ beeinflusst. Regenwald wird gerodet,
wir verlieren Arten oder unser Planet verliert Arten, das Artensterben ist riesengroß, Ozeane sind übersäuert, Überfischung ist alles nichts Neues mehr, hoffentlich für die meisten. Das guckt euch den Film gerne mal an. Auch hier gibt es eine Website dazu mit haufenweise Studien und Artikeln und Quellen, die man sich alle reinziehen kann, wenn man dem ganzen Film nicht Glauben schenken möchte und kann die alle selber lesen. Selbes gilt auch für den Film What the Health. Was ich auch hier schätze, ist, dass alle Behauptungen auf der Website nicht widerlegt wurden. Zum Nachlesen öffentlich sind. Das heißt, auch hier jeder, der den Film sieht und möchte kritisch hinterfragen, hat die Möglichkeit, alles nachzugucken. Was ich euch auf jeden Fall empfehlen würde, vor allem wenn wir über diese beiden Filme sprechen, da gibt es so viele YouTube-Videos online von Leuten, die den Film debunked haben, widerlegt haben. So schnell kann man nicht so einen ganzen Film widerlegen. Natürlich sind in jeder Dokumentation immer ein, zwei Sachen vielleicht ein bisschen überspitzt dargelegt, sodass man es eben in der Kürze der Zeit möglichst vielen Menschen schmackhaft machen kann oder Sachen runterbrechen kann. Natürlich ist das keine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit einem Thema. Wer das denkt, liegt sowieso falsch. Aber auch hier möchte ich euch dazu animieren oder möchte ich das raten, wenn ihr so einen Film guckt und denkt, ich weiß nicht, ist ein bisschen kritisch zu betrachten vielleicht, dann hört nicht auf irgendeinen Influencer, der ein Debunking-Video gemacht hat. Geht auf die Website, guckt euch die verdammten Studien selber an. Ich weiß, es lässt sich, sind lang, sind viel zu lesen, aber das ist eben der Weg, den man gehen muss, wenn man wirklich die Quelle verstehen will. Weiter geht's im Text mit einer anderen Dokumentation, die recht neu noch ist, von 2019, das heißt letztes Jahr erschienen, The Game Changers. Auch hier ein Film, der die positiven Folgen einer, diesmal nicht negativen, sondern die positiven Folgen einer Pflanzenernährung auf Athleten in dem Fall zeigt. Das heißt, hier werden viele Athleten genannt, gezeigt, die sich pflanzlich ernähren, die trotzdem, oder vielleicht sogar gerade deswegen, Bestleistungen erbringen, Rekorde brechen, Olympiamedaillen abräumen etc. Das heißt, jeder, der immer noch denkt, man müsste tierische Produkte essen, um sportliche Leistungen, Hochleistungen zu bringen, erlegt Granaten falsch. Solange der Nährstoffbedarf gedeckt ist von Athleten, ist es primär egal, von welcher Quelle es kommt. Natürlich haben wir hier von pflanzlicher Seite die Vorteile, dass wir noch viele andere Sachen, außer die Nährstoffe, die wir abdecken müssen, abdecken. So wie sekundäre Pflanzenstoffe, Antioxidantien, Ballaststoffe etc. Das sind ja keine essentiellen Nährstoffe in dem Fall, haben aber trotzdem eine lange Liste von positiven Begleiterscheinungen, gerade für Athleten. Also jeder, der da Interesse hat, auf jeden Fall mal in den Film reinschauen. So, letzter Film, der mich wirklich bewegt hat, ich glaube, ich habe auch ein paar Tränen vergossen, ist der Film Dominion. Was soll ich dazu sagen? Guckt euch den Film an, wenn ihr noch nicht verstanden habt, warum es unethisch ist, Tiere zu essen oder zu benutzen, auszunutzen. Jeder, der diesen Film durchstehen kann und danach sein Verhalten nicht ändert oder anfängt zu ändern, für den habe ich wirklich fast keine Hoffnung mehr. So ein grausamer Film, so eine Wahrheitsflut, die auf einen einprasselt. Guckt euch den Film an und sagt mir danach gerne, wie ihr euch gefühlt habt, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt. So, kommen wir zum dritten Teil dieses Videos, zu den Vorträgen, die mich nachhaltig beeindruckt und verändert haben. Der erste Vortrag, ich habe es am Anfang ganz kurz angekündigt, hier unten liegt es noch, ich will es jetzt nicht wieder umdrehen, dann wackelt die ganze Kamera. How Not to Die von Dr. Michael Greger. Was mich dazu geleitet hat, dieses Buch überhaupt zu kaufen, war ein Vortrag, den ich von ihm auf YouTube gesehen habe. Gebt einfach ein How Not to Die, Dr. Greger, Vortrag oder Talk, wie auch immer. Einfach eine sehr, 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 sehr komprimierte Fassung dieses Buches oder Ausschnitte dieses Buches. Ja, habe mich einfach dazu animiert, mich mehr mit dem Thema zu beschäftigen, mir das Buch zu kaufen und mich mehr damit auseinanderzusetzen, welche Krankheiten durch welche Lebensstilfaktoren und durch welche Ernährungsgewohnheiten eventuell begünstigt oder auch reversiert werden können. Jetzt habe ich noch drei Vorträge mir mental aufgeschrieben, die von Tierrechtsaktivisten gemacht wurden, gegeben wurden. Und einer davon ist von James Aspie. Auch hier wieder einfach zu finden, einfach James Aspie Talk. Ich glaube, es heißt This Speech is Your Wake-up Call, wenn ich mich nicht irre. Und dieser Vortrag hat maßgeblich zum großen Teil dazu beigetragen, dass ich überhaupt angefangen habe, Tierrechtsaktivist zu werden, auch auf die Straße zu gehen und für die Tiere da zu sein oder für sie zu sprechen und ihr Leiden zu stoppen. Ein anderer Vortrag, der auch noch in meinem Kopf ist, den ich erst gesehen habe, als ich schon Aktivist war, ist von Gary Yourofsky. Auch hier wieder sehr, sehr einfach zu finden. Sehr, sehr viele Vorträge online. Ich glaube, der gute Mann hat das für
mehr als eine Dekade gemacht, ist an Hochschulen gegangen, an Schulen gegangen, Universitäten gegangen und hat Vorträge gegeben, um Tieren eine Stimme zu geben. Er redet nicht lange den heißen Brei, er redet sehr direkt. Für mich einer der besten Redner, die ich jemals gehört oder gesehen habe. Auf jeden Fall sehr, sehr sehenswert, wenn auch natürlich schon ein bisschen älter, der Vortrag, aber auf jeden Fall mehr als sehenswert. Dritter Vortrag, wahrscheinlich der beste Vortrag, den ich vielleicht je gesehen habe, von einem der besten Redner, den ich je gesehen habe. Und das ist ein kleiner Geheimtipp, weil viele kennen ihn nicht oder seine Rede nicht. Googelt mal nach Philip Wolin, ich blende es kurz ein. Schaut euch seinen Vortrag an oder einen seiner Vorträge an. Unglaublich guter Rhetoriker, unglaublich guter Redner, aber auch wenn man sich wirklich das mal auf den Kopf zergehen lässt, was er sagt, wirklich eine sehr, sehr bewegende Rede für Tiere, für Tierrechte, die er da von sich gegeben hat an verschiedenen Stellen. Er war früher Investmentbanker und hat all sein Geld quasi dafür genutzt, um Aktivismus voranzutreiben, um Organisationen zu unterstützen, um selber Vorträge zu geben. Absoluter, wahnsinniger, wahnsinnig guter Vorträger. Und das müsst ihr euch auf jeden Fall angucken, wenn ihr Englisch sprecht, guckt euch den Vortrag auf jeden Fall an. Und damit sind wir auch angekommen am Ende des Videos. Sorry, dass es so lang wurde. Ich habe mir echt versucht, nur die kürzesten oder die paar Dinge rauszusuchen, die mich wirklich nachhaltig beeinflusst haben. Es gibt noch einen Haufen Bücher mehr, die ich gelesen habe, die mich beeinflusst haben. Aber ich wollte das Video jetzt nicht in 5 Teile schneiden oder es noch länger machen, als es jetzt schon ist. Deshalb schreibt mir gerne an dieser Stelle mal eure Top-Bücher, die ihr gelesen habt, sei es zum Thema Weltgeschichte oder auch zum Thema Ernährung oder Veganismus generell. Schreibt mir bitte eure Lieblingsbücher mal unten in die Kommentare oder auch Filme, Dokumentationen, die euch beeindruckt haben. Vielleicht habe ich ja irgendeinen verpasst, den ich unbedingt sehen muss. Das wäre natürlich eine Schande, deshalb bitte ich euch einfach alles unten reinzuschreiben. Wenn euch das Video gefallen hat, dürft ihr gerne einen Daumen hoch geben. Ihr dürft natürlich sehr gerne den Channel abonnieren und die Glocke klicken, sodass ihr kein neues Video mehr verpasst. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Ich danke euch fürs Anschauen dieses Videos. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Ciao, ciao.